Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Child of Light. Ich begrüße euch zu einem weiteren Part und ja, das letzte Mal haben wir tatsächlich auch mal etwas erreicht und zwar haben wir Achilles, das fliegende Schwein, gefunden und nachdem mich das derart motiviert, würde ich sagen, ich gucke jetzt tatsächlich auch mal nach dieser anderen Nebenquest von wegen Avos Garten, den wir von Kreaturen befreien müssen und nachdem ich mir jetzt hier die Dingens auch nochmal durchgelesen hatte, die hier. Kannst du nochmal zeigen? Die Questbeschreibung, wo war denn das jetzt hier? Hier, genau. Vertreibe einen blühenden Baum in Matidis Wald. Alle dunklen Kreaturen aus Avos Garten mit Gewalt. Ich habe mich ja gefragt, was zum Geier könnte der blühende Baum sein? Und ich muss sagen. Genau, ich reise jetzt mal in diesen Wald. Ich muss sagen, könnt ihr euch noch erinnern, dass ich einen Baum tatsächlich sogar mal erwähnt habe? Daran konnte ich mich nämlich erinnern. Und zwar war der völlig außergewöhnlich, wo ich noch dachte, das wäre irgendwie so eine Art Kirschbaum oder dergleichen, weil er in so einem schönen Rosa oder was auch immer das gewesen sein möge, erstrahlt ist. Und ich glaube, dass es sich dabei um diesen Baum auch handeln könnte. Ich weiß nur nicht mehr, wo der war. Also irgendwo im Wald, das ist klar. Aber ich weiß halt nicht mehr, wo. Die Frage ist natürlich auch, bin ich jetzt überhaupt richtig hier? Zum Dornenbaum? Nein! lasst mich. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich hier falsch gereist. Schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, jedenfalls suche ich gerade diesen Baum. Wo auch immer das sein könnte. Boah, Moment, das ist ja der Anfang hier. Moment mal. Nein, Karte. Na gut, aber ich bin ja hier. Wenn dann am nächsten bin ich hier ran. Zum alten Kloster. Also irgendwo in dem Wald muss wohl. Nein! Verdammte Axt! Verdammte Axt! Na gut, was soll's. Kämpfen wir halt mal ein bisschen. Wer weiß, ob es überhaupt sonst irgendwas zu sehen gibt in dem Part. Keine Ahnung. Ach komm, wir nehmen mal Lauffeuer. Oh! Oh, Gott sei Dank, auf Nora. Ah, die leveln wohl gar nicht mit, wa? Nein, nicht wirklich. Okay, na gut. Oh, aber es hat gereicht, um Aurora eine Stufe aufsteigen zu lassen. Das ist natürlich auch schön. Dann würde ich sagen... nee, ich habe mich ja letztes Mal entschieden, hier diese Richtung hier runter zu gehen. Gut. Hat hier der alte Mann aus dem Dorf sein Haus? Mach dich bereit, wir werfen die Eindringlinge raus. Pass auf den dunklen Kreaturen noch mehr. Ich setze mich gegen sie zur Wehr. Bin ich jetzt hier tatsächlich richtig? Ist das der Garten? Da müsste ja der Baum... Ah! Tatsache. Ja gut. Ach, hereingelegt. Naja, passt schon. Haben die zwar den ersten Angriff, aber... Sollte jetzt trotzdem... Moment, dann gehen wir aber auf Verteidigen erstmal. Der sammelt erstmal Kraft. Ja, natürlich auf den, der nicht verteidigt ist. Klar. Auch du wirst jetzt erstmal auf Verteidigung stellen. Und jetzt gehen wir mal auf die Spinne hier. Oh Moment, kann das sein, dass... Ah, die haben Finn... die haben Finn versteinert. Aua. Oder gelähmt zumindest. Er wacht irgendwann auch wieder auf oder bleibt er jetzt so? Sonst muss ich den wohl doch eher mal austauschen. Ach nee, jetzt darf Finn auch wieder. Gut. Ach,
Jetzt weicht das Ding auch noch aus. Nein, 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 nein! Ach, okay. Das darfst du machen. Ja. Okay. Oh, Rubella. Und einen ungestiffenen Rubin. Das passt ja, Rubin und Rubella und so, ne? Gut. Ja. Die Spinnen muss ich ja sowieso erledigen, offensichtlich. Nee, wenn, dann muss ich dich erstmal dann gleich verlangsamen. So, komm, 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 komm. Jawohl. Und tschüss. Ach, nee, doch nicht. Du lebst sogar noch. Respekt. Ja gut, okay. Das war's. Wieder ein Objekt gefunden. Ja, jetzt ist die Frage, sind damit jetzt nur die Spinnen gemeint, die hier auf dem Boden rumkrabbeln? Wie hier zum Beispiel. Einfach mal mitten rein. Okay. Ah, shit, 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 shit. Boah, Glück gehabt. Glück gehabt, dass zweimal Nora angegriffen worden ist und ich, nicht Finn. Ja gut, jetzt ein paar Mal drauf und dann soll es das auch gewesen sein. Gut. Hahaha. Ja, da guckst du, ne? So. Und das war's. Nora ist sogar eine Stufe aufgestiegen. Boah, die ist schon Stufe 24. Ach, und ach, stimmt, den könnte ich auch mal einsetzen. Ganz vergessen, auf die Maus. Nix wie raus aus dem vermaledeiten Dorf. Was? Geplündert hätten sie es ohne mir. Tut mir leid, dass ich da einen Satz jetzt nicht lesen. Das geht oft so schnell, das ist Wahnsinn. Mein Herr, befreit ist euer Garten von jeglicher Kreatur. Höchste Zeit, überall wächst Moos. Es ist zum Kotzen. Mein armes Grünzeug, alles im Eimer. Über eure Belohnung können wir wahrlich nicht motzen. Ach, könnt ihr wahrlich nicht motzen. Ach, dieser Dialekt, ey. Tut mir leid, Aurora, er spricht verbittert. Kein Wunder, sein ganzer Garten ist verbittert. Aber kannst du ihn vielleicht in ein Rotkehlchen verwandeln? Grauen im Garten. Aufgabe erfüllt. Geschliffener Turmalin mal 4. Ja, gut. Also, das, ja... Das hätte ich mir auch schenken können. Aber mein Gott, Aufgabe ist Aufgabe und ist damit auch erfüllt. Sehr schön. Sehr schön. Und mit dir gehe ich diesen Weg runter. Einlullen alle. Ja genau, da will ich hin auf jeden Fall. Ist aber auch komisch, dass hier Einlullen alle vor dem Einlullen 2 ist. Strange. Aber macht nichts. Moment, wir haben noch einen. Genau. Robert! Ja, Robert. Ich bin mir echt immer noch nicht sicher, was ich bei dem nehmen will. Hier das mit behindern alle oder doch hier oben diesen Doppelschuss, glaube ich, war das, ne? Doppeltreffer, ja. Ich glaube, dann, wenn, dann gehe ich doch eher... Puh. Ich bin so derart unsicher gerade. Hier könnten wir halt auch alle heilen, wenn es mal irgendwie so ein Status ist. Es kommt ja sicher auch noch Gift, sonst wäre hier der Name nicht Antidot. Deshalb. Ach komm. Nehmen wir erstmal das. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen zurück auf die Karte und gehen wieder in die Stadt und gucken mal, ob wir.
Ja, bitteschön. Ob wir die Schaufel abliefern können bei diesem komischen Fiedel-Heini. Oder bei dieser Fiedelratte. Wisst schon, wie ich meine, oder? Da oben stand er doch irgendwo. Ja, da ist er doch. Sogar der Apfel ist zunichte gemacht. Ich habe doch nur den Konsum angefacht. Ach, okay, dann war das wohl doch nicht so, dass wir den Apfel vergolden mussten, sondern einfach wirklich diese Schaufel brauchten, aber ich weiß nicht wofür. Ehrlich gesagt. So, jetzt einen Moment, lass mich gucken, ob ich da mit der Schnellreisefunktion hin kann. Nee. Okay, dann muss ich wohl... Wobei, im Moment, zu den Windrädern konnte ich doch, oder nicht? Genau. Denn irgendwo da war ja dieser Stein, ne? Magna. Wenn ich auch nicht weiß, wo, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keinen Orientierungssinn. Links zu den Windrädern, ja. Aber muss ja hier irgendwo gewesen sein. Es war auf jeden Fall sehr steinig. Deshalb denke ich mal... Nein. Du lässt mich jetzt mal schön in Ruhe hier. Au! Mein Kopf! Au! Meine Zehenspitzen. Und überhaupt. Wahrscheinlich wäre es sogar in die andere Richtung. Das würde mich nicht mal wundern. So. Wo war denn das? Um Himmels Willen. Diese Hand, war die doch in die andere Richtung. Ich sag's euch, Leute, das ist echt nicht einfach ohne Orientierungssinn. Das ist echt nicht einfach. Aber von der Umgebung her war es ja eher das hier. Also das muss doch hier irgendwo... Ja, nee, hier unten war es auf keinen Fall. Also es war schon eher so ein offenes... Wenn es nicht tatsächlich sogar vor den Toren war, also vor den Toren von Bombus Populi... Oder Bolmus Populi. Das sieht doch eigentlich... Moment, ist da noch eine Kiste, die ich übersehen habe? Tatsache. Okay. Ach, Beschleunigungselixier. Auch so Dinge, die ich kaum verwende. Schande über mich. Da sind wir, jawohl. Okay. Sehr schön. Ich kann jetzt, oder ich könnte natürlich sagen, ich hab's gewusst und, ne, und überhaupt, aber ne, dem ist natürlich nicht so. Das war eher jetzt zufällig. So, kann ich jetzt hier rein? Kann ich wohl. Na dann, wollen wir mal. Es hieß ja, wir müssen Spinnen zerstören, ne? Robert, oder ich nenne den jetzt einfach Robert. Robert, für deinen Großmut danke ich. Ich nenne ja auch Nora, nicht Nora, sondern Nora. Ganz selbstlos war dieser Dienst jedoch nicht. Ja, das wussten wir schon. Ein Haken, so ein elender Wicht. Was hat die? Wobei, Nora mit Haar, na egal. Was hat die gegen die Mäuse? Verstehe ich nicht. Die Königin sperrte unsere Schätze ein. Öffnet das Tor der versiegelten Kammer. Deine Beförderung wird mir sicher sein. Ach so, okay. Sind wir etwa dieses Monsters Speise? Robert, du lebst auf einem Riesen. Ist das denn weise? Die Populis sind Händler auf der Reise. Okay. Magna befördert uns von Dorf zu Weiler. Oben wie unten trieben wir Handel. Erquickend schnell und voller Eile. Doch dann, als die neue Königin Umbra erschien, brach Nacht herein und Magna lag auf den Knien. Ach so. Befreien wir sein Herz von Netzen und Spinnengewimmel. Bringt Magna uns zum Tempel im Himmel. Ah, okay. Ja, dann hat es ja für uns doch auch einen Vorteil. Also ist jetzt nicht so, dass wir das nur für ihn machen würden. Schadenselixier. Okay. Moment, was ist das denn? Nie sah ich Metall von solch grässlicher Farbe. Und wertlos ist es obendrein. Aber geformt zu Nadel und Zepter. Haken und Knopf, Schnalle und verziertem Naschwerk für Kinder. Kinder? Von Magna. Das heißt, der Wert kann unglaublich steigen. Das Prinzip ist einfach. Selbst vergoldetes Heu kann man verkaufen. Oder ein einfacher Bolmus entfacht zu Ansehen gelangt.
Die Liebe einer holden Maid. Wie sie entsetzt guckt. Mit bezauberndem Kinn. Kleine Maus, bist du verliebt? Natürlich nicht. Ich zeige nur, was für ein Geschäftsmann ich bin. Ah ja. Whatever. Ach ja, nochmal Beschleunigungselixier. Ach, hier sieht man, guck mal, hier im Hintergrund die Töpfe voll Gold. Also, ja, ne, Körbe voll Gold, Töpfe, ja. Dann hattet ihr wohl doch recht, hier von wegen, ne, dass das so ein Beförderungssystem ist und nicht hier irgendwie so ein Fackelgedöns, wie ich das angedacht hatte anfänglich. Na gut. Aber meine Lieben, auch wenn der Part jetzt ein bisschen kürzer wurde, ich denke, ich werde hier mal Schluss machen und werde dann das nächste Mal mich hier in die Schlacht stürzen. Zumindest nehme ich das mal so an, dass das der Fall sein wird. Und ja, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Zumindest haben wir wieder eine Nebenquest erfüllt. Das lief ja auch gar nicht so schlecht. Und das nächste Mal gucken wir dann, was uns hier erwarten wird, beziehungsweise welche Kreaturen. Von daher, meine Lieben, ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit, macht's gut und... Ciao, ciao.